zitiere ich, Presse nie offizieller Geheimtipp für Choreografie mit Körper, die sich der Normierung entziehen. 1978 in Wien geboren, leidet er an einer Lähmungserkrankung und seit seinem 14. Lebensjahr tanzt er trotzdem. Das heißt, es ist ihm längst normal. Mit der Zeit hat sich Michael Turitzky zu Österreichs wichtigsten internationalen Vertreter der sogenannten Inklusivkunst entwickelt, noch bevor es diesen Begriff, bevor dieser Begriff populär wurde. Michael Turitzky bildet sich als Magister der Philosophie an der Universität Wien aus. Er arbeitet als Theoretiker, Choreograf und Performer. Als Performer war unter anderem die Produktion von Bert Sertner und Doris Ullig tätig und Barbara Kraus. Seine Laufbahn als Choreograf startete 2008. Er ist auf allen bedeutenden Tanzfestivals in Europa zu Gast, weltweit zu Gast und erhielt mit Doris Ullig 2017 den Spezialpreis, den Nestroy-Spezialpreis, das österreichische Pendant zum Kraus. In seiner Dankesrede betonte Michael Turitzky, ich zitiere sie jetzt, ausgehend für seine eigene Biografie, Glauben an Utopie, dass ein gutes Leben möglich sei, hat mich mein eigenes Leben gelernt, heißt an Wünschen festzuhalten, die utopisch sein mögen. Gutes Leben für alle. Für alle, Entschuldigung, gutes Leben für alle. Heißt, weil mein Leben es nicht gewährt hat, an Wünschen festzuhalten, die utopisch sein mögen. Seine Tanzarbeiten tragen hervorragend, ich finde, sehr schöne Titel, zum Beispiel heißt eins My Hobby, Your Pleasure und Rave Maschinen. Lieber Michael Turitzky, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Ja, herzlichen Dank für die Vorstellung und für die Einladung. Es freut mich sehr, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich würde gerne mit zwei Vorbemerkungen beginnen, bevor ich mich der eigentlichen Sache zuwende. Die erste Vorbemerkung ist gewissermaßen eine Entschuldigung, nämlich für die Verwirrung, die ich bezüglich des Titels meiner Keynote gestiftet habe. Man hat mich gebeten oder mir ans Herz gelegt, eine Keynote zu halten, die ich in einer ähnlichen Weise schon in Graz gehalten habe. Damals habe ich aber lange vor Graz einen anderen Titel angekündigt, als ich ihn dann in Graz gehalten habe. Und dieser kleine Umstand, der hat sich jetzt irgendwie fortgesetzt und dafür möchte ich mich entschuldigen. Das heißt, kümmern Sie sich nicht zu viel um den Titel meines Vortrags. Ich werde Ihnen einfach ein bisschen etwas über meine künstlerische Praxis sagen, über Grundmotive und ähnliche Dinge. Ja, egal wie jetzt der Titel meiner Kino lauten mag, ich weiß es selber nicht. Die zweite Vorbemerkung betrifft die vorige Performance, die wir gerade gesehen haben und unter deren Eindruck ich noch immer stehe. Ich möchte niemandes Gefühle verletzen und ich stehe mir auch nicht zu, irgendwelche Urteile abzugeben. Ich möchte aber dennoch
sagen, dass mich die vorige Performance schon in einer sehr seltsamen Weise berührt und irritiert hat. Und ich denke, wir müssen alle auch eine Sprache dafür finden, wenn wir verschiedene Dinge für schwierig oder problematisch halten. Und ich würde mir gerne eigentlich die Zeit nehmen, um mein Unbehagen auf den Punkt zu bringen. Das kann ich jetzt nicht tun, weil ich dazu selber erst meine Gefühle und meine Gedanken sortieren müsste. Und dazu habe ich leider nicht die Zeit im Moment. Aber lassen Sie mich dennoch sagen, dass ich eben meine Schwierigkeiten vorher hatte und dass es wichtig wäre, darüber irgendwann einmal zu sprechen, ohne Wertungen, ohne Urteile, aber dennoch uns darüber auszutauschen. Wie auch immer, lassen Sie mich jetzt zu meiner eigenen künstlerischen Arbeit kommen. Und dann würde ich gerne mit einem Aspekt beginnen, der vielleicht gar nicht so harmlos ist, wie erscheinen mag, nämlich den Aspekt, wie benenne ich überhaupt meine eigene choreografische Praxis, wie bezeichne ich sie? Früher habe ich meine eigene Praxis schlicht und ergreifend als inklusiven Tanz bezeichnet, weil ich mich da vorwiegend an der Terminologie einer meiner Lehrer, Adam Benjamin, orientiert habe. Irgendwann aber ist mir diese Bezeichnung nicht mehr so spannend vorgekommen. Inklusion, wenn man dieses Wort schnuppert, dann riecht das ein bisschen nach Schule irgendwie. Und ja, Schule finde ich jetzt nicht unbedingt so prickelnd. Aus verschiedensten Gründen habe ich eben diese Bezeichnung inklusiven Tanz fallen gelassen und bin dazu übergegangen, meine Praxis als Crip Choreography zu bezeichnen. Und darüber würde ich gerne am Anfang sprechen. Nun, Crip Choreography, da stecken zwei Worte drinnen, nämlich Crip und Choreografie. Nun, was bedeutet Crip? Im Wesentlichen wurde das Wort Crip in die Diskussion eingeführt von einem Theoretiker namens Robert McRuer. Robert McRuer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Crip Theory und hat in diesem Buch im Wesentlichen zwei verschiedene Diskursstränge miteinander verknüpft, nämlich auf der einen Seite die sogenannte Queer Theory und auf der anderen Seite die Disability Studies. Und eine der strategischen Interventionen McRuers bestand nun darin,
im queer-theoretischen Begriff der Heteronormativität einen zweiten Begriff an die Seite zu stellen. Was bedeutet Heteronormativität? Im Wesentlichen bedeutet das den gesellschaftlichen Zwang zur Zweigeschlechtlichkeit und zur Heterosexualität. Und die Queer Theory hat eben genau diesen gesellschaftlichen Zwang kritisch beleuchtet. Und diesen Begriff hat nun Robert McGruer den Begriff der Compulsory Able-Bodiness an die Seite gestellt. Also sollte sie einen Zwang zur Nichtbehindertheit oder den Zwang zum befähigten Körper sozusagen. Und Crip, wenn ich von Crip spreche, dann würde ich sagen, meine ich im Prinzip so etwas wie eine Widerständigkeit gegenüber dieser Compulsory Able-Bodiness. Also Crip bedeutet für mich eine Positionalität, die sich durch eine Widerständigkeit gegenüber dieser Compulsory Able-Bodiness auszeichnet. Zwei Aspekte sind daran wichtig, nämlich erstens der Aspekt der Materialität, also diese Widerständigkeit ist nichts Ideelles, was man sich ausdenkt, sozusagen, sondern das hat eine Materialität und diese Materialität hat Konsequenzen für die künstlerische Praxis, wie ich dann noch zeigen werde, hoffentlich zumindest. Und andererseits ist diese Widerständigkeit etwas Relationales. Also Widerständigkeit kann ich immer denken als Widerständigkeit im Hinblick auf etwas. So viel also zum Wort Crip, eine materielle Widerständigkeit gegenüber dem Zwang zum befähigten Körper. Was heißt nun Choreografie? Nun, eine einfache Weise, Choreografie zu definieren, wäre zu sagen, naja, Choreografie, das ist schlicht und einfach die Kunst von die Tänze hervorbringt, ist nicht falsch. Ich würde gerne noch mal einen anderen Akzent setzen, indem ich sage, Choreografie, das hat immer etwas zu tun mit der Analyse, und mit der Hervorbringung von Wovon? Von Organisationsformen von Bewegung. Die Choreografie analysiert und generiert nicht nur Bewegung, sondern vor allem auch Organisationsformen von Bewegung, wie Bewegung sich organisiert. Ja? Und das heißt, dass Choreografie nicht unbedingt nur Tanz zum Gegenstand haben muss, weil sich nämlich auch andere Dinge organisiert bewegen. Nicht nur Tanz ist eine organisierte Bewegung. Boah, bin ich zu schnell, verstehen Sie mich, halbwegs akustisch auch. Okay.
Nun, wenn ich jetzt beides zusammen denke, nämlich Grip, diese Widerständigkeit, und Choreografie als eine Art Bewegungsorganisationsformen hervorzubringen, wenn ich beides verknüpfe, was steht dann in seiner Praxis auf dem Spiel? Und da will ich zu sagen, ja, was auf dem Spiel steht, ist zunächst einmal das etablierte Formen der Organisation von Bewegung aufzubrechen und zu desorganisieren. Also sie machen sozusagen die inhärente Widerständigkeit des Körpers fruchtbar für die Desorganisation etablierter Formen der Organisation von Bewegung. Das wäre sozusagen die negative Formulierung. Es geht um eine Desorganisation im Namen der Widerständigkeit, geht um eine Desorganisation etablierte Organisation von Bewegung. Positiv ausgedrückt können wir auch sagen, es geht darum, diesen etablierten Organisationsformen von Bewegung andere neue Organisationsformen von Bewegung entgegenzustellen, nämlich solche anderen Organisationsformen von Bewegung, die im Einklang stehen mit dieser inhärenten Widerständigkeit des Körpers. Ja? Also wogegen ich mich wende, wäre sozusagen eine Praxis, die einfach etablierte Bewegungsstrukturen hernimmt und die den Körper aufoktroyiert. Das wollen wir nicht, oder zumindest ich will das nicht. Ja. Sondern es geht darum, neue Organisationsformen der Bewegung zu erfinden. Nämlich Organisationsformen, die selber nicht diese compulsory able-bodiness voraussetzen. Also es geht also um eine Desorganisation und dann um eine Reorganisation von Bewegung, von Mobilität, von Mobilisierung. Jetzt mache ich eine kleine Klammer auf, kurze Zwischenbemerkung. Von diesem Verständnis ausgehend könnte man nun auch ein bisschen weiter nachdenken über das Verhältnis zwischen dem choreografischen und dem politischen. Ja, weil, also, darüber kann man sich stundenlang den Kopf zerbrechen über diesen Zusammenhang oder über diesen Nicht-Zusammenhang. Aber ich würde schon sagen, dass Choreografie im besten Fall natürlich auch mitunter aufscheinen lassen kann, wie sich Bewegung, wie sich Mobilität, wie sich Mobilisierung auch gesellschaftlich organisieren ließe. Ja?
eine Choreografie ist also da. So viel Choreografie ist ein Hardcore-Research in puncto Mobilisierung. Die Choreografie untersucht den harten Kern der Mobilisierung. Und von daher kann man dann auch nachdenken über dieses Verhältnis von Choreografie und der Dimension des Politischen. Klammer zu. Jetzt komme ich noch zu einem weiteren Punkt. Dieses Verständnis von Choreografie als eine Reorganisation von Bewegung lässt sich unter verschiedenen Perspektiven vertiefen oder weiter öffnen. Und da möchte ich gerne drei Perspektiven einnehmen und ausgehend von drei Perspektiven mein eigenes Verständnis von Choreografie weiter ausführen. Diese drei Dimensionen, ich nenne sie zuerst und dann werde ich näher darauf eingehen. Die sind erstens die Dimension des Sinns. Die zweite Dimension nenne ich die Dimension von Lust und Negativität. Und die dritte Dimension ist die Zeit oder die Zeitlichkeit. Lassen Sie mich mit dem ersten Punkt beginnen, mit der Dimension des Sinns. Also, wenn man davon redet, es geht in der Choreografie um eine neue Organisation von Bewegung, dann kann man natürlich auf die Idee kommen, aha, so ein rein formales Spielchen mit Formen und mit Strukturen, irgendwie eine ziemlich langweilige Geschichte eigentlich. Wenn es nicht mehr ist als ein formales Herumorganisieren, dann kann man sich ja dieses Unterfangen eigentlich ersparen. Und dagegen würde ich halt sagen, dass es natürlich auch immer um so etwas wie Sinn geht. Choreografie ist immer auch eine Inszenierung von Sinn, ein Inszenesetzen von Sinn. Allerdings würde ich sagen, ist dieser Sinn immer mindestens ein doppelter Sinn. Nämlich denke ich, dass es auf der einen Seite immer die Dimension von Sinn gibt, die ich halt mit einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Intention oder einer bestimmten Referenz in die Arbeit einbringe, indem ich sage, es geht um, keine Ahnung, es geht um, was weiß ich, es geht um die Tanzgeschichte oder es geht um Solidarität oder es geht um Intersexualität oder es geht um was weiß ich was sozusagen. Also das ist immer die eine Dimension des Sinns, die mit einem Thema oder einer Intention umrissen ist.
auf der anderen Seite gibt es dann immer auch das, was ich den eigenen Sinn des Körpers bezeichne. Und das meine ich in einem sehr buchstäblichen Sinn eben. Also der Körper bringt eben immer an sich schon einen Eigensinn mit. Und was ich eigentlich immer spannend gefunden habe, ist mit diesen zwei Sinndimensionen herumzuspielen und sozusagen die Resonanzen, aber auch die Interferenzen und Spannungen zwischen diesen beiden Dimensionen des Sinns auszuloten. Ja. Also, ja, es geht für mich immer um beides, um den Eigensinn des Körpers und darum, was ich in einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Intention oder Referenz anpeile. Dann komme ich schon zum nächsten Punkt, den ich genannt habe, Lust und Negativität. Und man könnte sagen, diese Dimension des Sinns in der Kunst, jetzt spreche ich ein bisschen lehrmeisterlich, aber ist ja egal. Also diese, es gibt eine Dimension in der Kunst, die können Sie jetzt nennen, die Dimension der Emotion oder, wenn Sie zeitgenössisch klingen wollen, sagen Sie die Dimension des Affekts. Oder wenn Sie besonders deutsch klingen wollen, sagen Sie die Dimension des Gefühls. Je nachdem, wie Sie es gerne haben wollen. Und natürlich stecken da auch immer verschiedene Akzentuierungen dahinter. Aber ich denke, wir wissen ungefähr, wovon wir reden. Und in dieser Hinsicht war es nun mir immer wichtig, zwei verzerrten Bildern gleichzeitig entgegenzutreten, weil es nämlich verschiedenste Bilder von behinderten Menschen gibt, die sozusagen auch affektiv aufgeladen sind. Und da sind die Neubehinderten heute sehr schön dargelegt mit diesen zwei Figuren des Charity Case und des Overcome. Ja. Man könnte auch sagen, auf der einen Seite der tragische Mensch und auf der anderen Seite der ewig grinsende, fröhliche Hero. Ja. Also, wir müssen beiden gleich zeitlich entgegentreten. Aber wie? Für mich war es in der Hinsicht wichtig, wiederum einen Impuls der Queer Theory aufzunehmen, nämlich den Impuls, gerade der Nähe und dem engen Verhältnis von Lust einerseits und Negativität andererseits nachzugehen. Also es gibt verschiedenste Publikationen, wie zum Beispiel
Timelines von Elizabeth Freeman oder Beautiful Bottom, Beautiful Shame von, ich habe vergessen, wie sie dort heißt, oder auch von Juana Maria Rodriguez, ein Buch, Sexual Utopias, Queer Gestures und all diese Publikationen versuchen eben herauszuarbeiten, zum Beispiel, wie bestimmte lustvoll besetzte queere Fantasien immer auch kodierte gesellschaftliche Machtverhältnisse beinhalten und diese in einer spielerischen und dadurch auch zum Teil befreienden Weise zu inszenieren. Das heißt, und ich denke gerade, diesen Impuls, nämlich diese Nähe von Lust und Negativität zum Bearbeiten, nachzuspüren, mit dem zu arbeiten, damit zu spielen, diesen Impuls, den gilt es, Creep choreografisch aufzugreifen, um eben diesem doppelten, verzerrten Bild entgegenzutreten. Ja? Zu sagen, wir sind nicht immer happy, wir sind nicht immer lustig, wir haben auch nicht immer Lust. Und gleichzeitig ist es aber so, also die Lust spielt immer auch eine ganz wichtige Rolle. Und wir sind auch nicht nur tragisch und nur unterdrückt und nur traurig und nur kaputt. Ja? Oder gar nicht kaputt, aber nicht nur von den Machtverhältnissen betroffen. Gut. Dann komme ich zum dritten Grund, nämlich zur Dimension der Zeitlichkeit. Nun, es ist sozusagen keine neue Erkenntnis, wenn ich sage, Choreografie gehört zu den zeitbasierten Künsten. Da werden Sie sich alle denken, na nun, na, dazu brauchen Sie mich nicht, dass ich Ihnen sage, dass die Choreografie zu den zeitbasierten Künsten gehört. Allerdings erweist sich diese Trivialität als besonders virulent, wo wir es mit Körpern zu tun haben, deren Widerständigkeit auch als Widerständigkeit gegen zeitliche Normen sich ereignet. Also wenn Sie es mit Körpern zu tun haben, die ein anderes Verhältnis zur Zeit haben, dann hat das natürlich Implikationen für das Problem der Form in den zeitbasierten Künsten und besonders in der Choreografie. Ja. Zwei Begriffe finde ich hier wichtig, nämlich einerseits der Begriff der sogenannten Chrononormativität, den Elizabeth Freeman in dem schon erwähnten Buch Timelines geprägt hat.
die Vorstellung, dass es sowas wie einen gesellschaftlichen Zwang zu bestimmten Rhythmen gibt. Aber einen Zwang der Gestalt, dass diese Rhythmen als natürliche erscheinen, sozusagen. Also sie versucht herauszuarbeiten, dass es bestimmte Zwänge, gesellschaftliche Zwänge zu bestimmten Zeitlichkeiten, zu bestimmten Rhythmen gibt, die aber sozusagen als natürliche erscheinen. Und der zweite Begriff, den ich wichtig finde, ist eben der Begriff der sogenannten Crip-Time von Alison Carver in die Diskussion eingebracht. Also die Idee oder die Realität eigentlich, dass es bestimmte Körper gibt, die ein anderes Verhältnis zur Zeit haben. Was heißt das? Nun, es heißt zunächst einmal, dass bestimmte Körper langsamer erscheinen im Verhältnis zu etablierten Rhythmen und etablierten Zeitbögen, sagen wir so, erscheinen bestimmte Körper als langsamer. Sie erscheinen aber vielleicht auch als redundante Körper. Man kann sagen, vielleicht gibt es auch Körper, die ein anderes Verhältnis zur Wiederholung und Variation haben. Körper, die sich der ständigen Innovation und der Rate, mit der Neues daherkommen soll, nicht widersprechen und stattdessen als in Bezug darauf redundant erscheinen oder vielleicht die zu früh oder später sind Körper, auch das. Also es gibt Körper, die eben in so einem verschobenen Zeitverhältnis stehen. Und ich würde sagen, dass es eben darum geht, diesen langsamen, redundanten oder auch synkopischen, ideorhythmischen Körper zu entfalten, choreografisch. Oder um es nochmal anders zu formulieren, man könnte vielleicht auch sagen, der als behindert markierte Körper ist ein Offbeat-Körper. Ja? Und die Konsequenz, die für mich daraus zu ziehen ist, liegt nicht darin, den Beat einfach zu negieren, weil dazu mag ich den Beat viel zu gerne, sondern es geht darum, genau dieses Wechselspiel zwischen dem Beat und seinem Offbeat choreografisch zu entfalten und immer wieder neu auch vielleicht zu zelebrieren mitunter. Ja, damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Herr Felsen. Die Fragerunde eröffnet. Gibt es Fragen an Herrn Felsen? Andere Meinung, Position? Kann man das jetzt sehr, sehr gerne äußern?
lieber Michael Tobolski, wie äußert sich das in der eigenen choreografischen Praxis? Was heißt das konkret, diese Einstellung in der eigenen Arbeit? Also wie ist die Vorgehensweise? Sie haben gesagt, Sie lieben den Brief nicht zu mehr. Wie ist da die Vorgehensweise, wenn Sie selber Ihre eigenen Stücke arbeiten? Also zunächst einmal möchte ich auf einer Ebene antworten, die sozusagen gar nicht so sehr die Stücke selber betrifft, sondern ihre Produktion. Also natürlich heißt, und dafür habe ich immer plädiert, einen Körper zu bewohnen, der ein differentes Verhältnis zu etablierten Zeitlichkeiten hat, bedeutet zunächst einmal auch andere Produktionsrhythmen durchzusetzen und dafür einzustehen und dafür zu plädieren. Das ist einmal das Erste, was mir wichtig ist und weshalb ich die Off-Szene oder die freie Szene wichtig finde. Da gibt es zwar auch Zwänge, aber sie sind doch noch immer eben ein freier Raum. Und was jetzt die Arbeit an bestimmten Stücken betrifft, würde ich sagen, also für mich in meiner Arbeit war es immer wichtig, sozusagen zwei Dimensionen zu vereinen oder zwei Dimensionen in einer Form drin zu haben, nämlich das, was ich halt die Dimension der Langeweile bezeichne. Langeweile, das ist ein Wort, wo eine Gefühlsdimension und eine zeitliche Dimension drin ist, und ich glaube, dass es gerade als behinderter Künstler wichtig ist, auch in der Weise sich zu widersetzen, dass man steht zu einer Langweiligkeit. Das halte ich für wichtig. Gleichzeitig war es für mich immer auch wichtig, sozusagen den Exzess zu haben in meiner Arbeit, weil ich ihn einfach gerne habe, den Exzess und die Überschüssigkeit. Und es ist natürlich so, gerade in der letzten Arbeit bin ich darauf gekommen, dass ich den Offbeat musikalisch auch sehr interessant finde. Also ich habe mich mit Dub-Musik beschäftigt und ich finde, dass es immer wieder spannend ist, sozusagen in der Mikrostruktur, sozusagen mit diesen Verschiebungen, diesen zeitlichen Verschiebungen zu arbeiten. Also sozusagen die mehr oder weniger gewollte oder ungewollte zeitliche Verschiebung bewusst zu setzen. Ja. Hallo. Im Beat haben wir ja dann auch die Langeweile als die Langeweile, also sozusagen die Dauer des Aushalten, die Verschiebung auch, der Gang in die Strukturen. Mich würde interessieren, Sie arbeiten mit vielen verschiedenen
Künstlerinnen zusammen, die andere Arbeitsweisen nicht nur haben, sondern auch teilweise mit einem anderen Körperverständnis rangehen. Wo trifft man sich? Wie trifft man sich? Wo darin bin ich? Wo darin bin ich? Schauen Sie, ich muss da sozusagen mit einer. Ich möchte Folgendes sagen. Ich finde es immer schwieriger, sozusagen. Ich finde es immer schwieriger, mit Leuten zusammen zu arbeiten, die sozusagen gerne mal einen Ausflug in das exotische Behindertenland machen. Ja? Ich finde das immer schwieriger. Also am Beginn fand ich das wahnsinnig spannend und aufregend und super und habe auch sehr viel gelernt, aber es wird schon anstrengend. Und also das Mindeste, sage ich immer, ist, man muss sich auf der Basis bewegen, dass niemand einen körperlichen Schaden davon zieht, und dafür einzutreten, ist schon mal gar nicht so selbstverständlich. Und zum Zweiten, ja, wie trifft man sich? Worauf zielt genau Ihre Frage? Trifft man sich in der Arbeit auf eine gemeinsame künstlerische Sprache? Also Sie beschreiben ja eine Schwierigkeit, was einerseits eine Einstellung zur Kooperation meint. Weshalb arbeite ich mit jemandem zusammen? Was interessiert mich an ihm? Ist es eine Oberflächlichkeit? Ist es eine Marke? Es gibt ja unterschiedlichste Motivationen dafür. Ist es eine menschliche Frage? Das fand ich sehr, sehr wichtig, was Sie in Ihren Ausführungen auch gebracht haben. Ob das jetzt Gefühl nennt oder etwas anderes, was verbindet im Grunde genommen. Und was verbindet aber, wenn ich mit Tänzerinnen unterschiedlicher Ausbildung und auch unterschiedlicher Polung in dem Moment, wo trifft man sich? Trifft man sich im Exzess, also in der Suche? Ich finde das ganz wichtig, was Sie gesagt haben, die Gefahr der Verletzung. Ja. Also wie weit kann ich gehen? Ist es in wirklich Grenzen verschieden gemeinsam? Das würde mich interessieren. Wie kann Sie das sein? Ja, in der Rückrunde. Also das ist sehr verschieden und ist immer von Kollaboration zu Kollaboration sehr, sehr unterschiedlich. Ja, weil die Arbeitsweisen so wahnsinnig unterschiedlich sind, aber also ich kann nur von meinen eigenen Arbeiten, von meinen eigenen Arbeiten kann ich sagen, dass es von der Position des Choreografen her immer wichtig ist zu schauen, die Singularität der Menschen im Blick zu haben und mit der Einzigartigkeit, die Einzigartigkeit und die Eigenwilligkeit eben nicht aus dem Blick zu haben. Kollaborationen, muss ich einfach sagen, finde ich immer schwieriger, weil aus Unterschied, aus produktionstechnischen Gründen, weil eben viele Menschen nicht wirklich eine engagierte Auseinandersetzung mit Behinderung oder mit der Einzigartigkeit des
bestimmter gesellschaftlicher Positionierungen sich nicht wirklich auf eine echte Auseinandersetzung einlassen. Und deshalb muss ich sagen, ich mache immer lieber, finde es immer mehr angenehmer, eigene Projekte zu realisieren, weil ich einfach auch politisch immer wichtiger finde. Ja, ich finde es einfach politisch wichtiger, ich finde es angenehmer, ich finde es entspannter, nicht unbedingt, aber es ist nicht immer ins andere, aber es ist auf jeden Fall lustvoller, weil einfach einen Begegnungsraum wirklich egalitär zu gestalten, erfordert ein enormes Maß an Reflektiertheit, weil die Räume, wir haben keine neutralen Räume, der Rassismus ist immer da und der Ableism ist immer da. Und das ist jetzt nichts, wo man total traurig sein muss. Wir können auch daran arbeiten und Emanzipation einfordern. Aber es geht, aber diese Räume sind schwierig herzustellen, wo das wirklich da sein darf und grundlegend reflektiert wird. Und da nehme auch ich mich nicht aus. Auch ich habe meine Exotismen und meine, vielleicht auch meine Rassismen, ja, und meine Aneignungen am Staat. Auch ich habe meine Aneignungen am Staat. Ja. Aber ich muss versuchen, damit reflexiv umzugehen und klug umzugehen und Diskussion zu ermöglichen und mich wirklich auch in Frage stellen lassen. Und das ist sehr, sehr anstrengend und darum wollen das viele Leute nicht machen. Weil es nämlich uranstrengend ist, die eigenen Rassismen, die eigenen Ableismen zu erkennen und damit zu arbeiten, ist extrem anstrengend. Aber es lohnt sich, ja. Nur man findet sich nur wenn man diese Machtverhältnisse, die im Raum sind, immer wieder genau am Material auch erkennt unsere Bühne. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen oder Statements? Ich finde das ein wunderbares Plädoyer und ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich für Ihre Ausführungen. Vielen, vielen Dank.